Herzlich willkommen bei Arik F Solar. In diesem kurzen Video möchte ich Ihnen einmal erklären, wozu ein Wechselrichter da ist und welche unterschiedlichen Typen es gibt. Sie haben sich vielleicht gefragt, brauche ich das da überhaupt? Ich will doch nur Solarmodule auf dem Dach. Ja, brauchen Sie in den allermeisten Fällen, brauchen Sie einen Wechselrichter. Weil wir in unserem Hausnetz Wechselstrom haben. Außer Sie wollen eine Inselanlage aufbauen, irgendwo im Gartenhäuschen, wo Sie ein 12, 24, 48 Volt System aufbauen. Dann nicht. Aber ansonsten brauchen Sie einen Wechselrichter. Weil von oben, von den Solarmodulen, kommt Gleichstrom. Und der muss umgewandelt werden im Wechselstrom. Sie können die Solarmodule nicht einfach an Ihr Hausnetz anschließen. Das würde ich nicht empfehlen. Dafür ist ein Wechselrichter da. Der Strom von den Solarmodulen kommt hier über die Solarkabel rein und hier über irgendeinen elektrotechnischen Magic wandelt er das in Wechselstrom. Fertig, dann können Sie das einfach nutzen. Und da gibt es unterschiedliche Typen von Wechselrichter. Wir haben hier so eine ganz einfache Variante, das ist so ein Mikrowechselrichter. Der ist einphasig. Wir haben ja im normalen Hausnetz drei Phasen. Und Sie können entweder dreiphasige Wechselrichter kaufen, das sind die größeren Geräte, bis 4,6 kVA können Sie einphasige Wechselrichter nehmen. Hier haben wir so ein ganz kleines Modell mit 600 Watt, wie Sie das von Balkonanlagen kennen. Ganz einfacher Einspeisewechselrichter. Hier haben wir so ein UFI, das ist ein 20er Wechselrichter, der ist schon ziemlich groß. Und dann haben Sie auch Batteriewechselrichter. Batteriewechselrichter wie der Victron hier nimmt den Wechselstrom aus dem Hausnetz und wandelt den wieder in Gleichstrom für die Batterie um, weil die meisten auf dem Markt erhältlichen Batterien auch mit Gleichstrom laufen. Und abends, wenn Sie den Strom brauchen oder auch nachmittags, wenn zu wenig Strom da ist, wandelt er das wieder in Wechselstrom um. Dann gibt es hier noch solche Geräte, das sind so Laderegler, hier zum Beispiel von Victron. Den würden Sie zum Beispiel einsetzen, wenn Sie eine Inselanlage hätten mit 12, 24, 48 Volt betrieben, dann bräuchten Sie einen neuen Laderegler. Da würden Sie die PV-Module anschließen und die Batterie, und die würde im Grunde die Ladung in die Batterie regeln, würde aber nicht mehr umwandeln, weil Solarmodule laufen mit Gleichstrom und die Batterie auch mit Gleichstrom. Wäre also genau das Gleiche, es braucht keinen Wechselrichter, es ist ein Laderegler. Wenn Sie jetzt beide Geräte miteinander verbinden würden, also hier so ein Einspeisewechselrichter, ein Batteriewechselrichter und ein Laderegler, dann hätten Sie einen Hybridwechselrichter, wie diesen Guthrie-Hybriden hier. Und in diesem Gerät wird alles zusammen vereint. Das heißt, der Solarstrom, der Gleichstrom kommt hier rein über den Eingang, über das Solarkabel. Der Wechselrichter entscheidet dann, ob er das jetzt direkt umwandelt in Wechselstrom, damit Sie ihn direkt verbrauchen. Oder ob er damit die Batterie belädt oder beides. Das macht er über ein Smart Meter, was Sie unbedingt brauchen, wenn Sie eine Batterie anschließen wollen. Das Smart Meter misst nämlich, wie viel ins Haus reingeht, wie viel Strom und wie viel Sie beziehen vom Netzversorger. Und danach unterscheidet es, ob es die Batterie beladen soll oder nicht. Das heißt, hier kommt Strom rein, der Wechselrichter schaut sich an, Sie verbrauchen Strom, alles klar, dann wandelt er direkt so viel, wie Sie verbrauchen, um in Wechselstrom. Und Sie haben den Verbrauch, und wenn noch was übrig bleibt und in der Batterie noch Kapazität übrig bleibt, dann belädt er damit die Batterie, und abends, wenn Sie den Strom brauchen, wird das wieder aus dem Batteriegleichstrom umgewandelt in Wechselstrom. Das macht ein Hybridwechselrichter. Bei den Hybridwechselrichtern gibt es auch Varianten, die eine Notstromversorgung haben. Da gibt es unterschiedliche Typen. Von Huawei gibt es zum Beispiel einen, der hat eine Notstromversorgung einphasig. Ja, das heißt, Sie haben hier einmal ein Kabel, das ist das Wechselstromkabel, das haben Sie an allen Wechselrichtern ja. Und Sie haben zusätzlich noch einen Ausgang für Backup. So wie hier zum Beispiel, da können Sie so einen Verteilerkasten dran anschließen. Und im Notstromfall haben Sie dann trotzdem noch Strom hier drauf. Weil normalerweise würde sich der Wechselrichter, jeder Einspeisewechselrichter, muss sich abschalten, wenn der Strom rausfällt. Aus Sicherheitsgründen. Und das macht er auch auf der Hauptleitung, aber im Backup-Fall haben Sie hier noch eine Notstromversorgung über die Backup-Leitung. Und da gibt es auch Wechselrichter, die es einphasig können, wie der Huawei zum Beispiel, oder wie der Guthrie, die machen das dreiphasig. Das heißt, Sie haben hier auch 3 kW pro Phase, also insgesamt fast 10 kW oder 10 kW bei dem Wechselrichter dreiphasig, wo Sie im Backup-Fall auch noch Stromversorgung haben. Das macht der Hybridwechselrichter mit Notstromversorgung. Ansonsten ist vielleicht noch zu sagen, dass es bei den Batteriewechselrichtern oder auch bei den Hybridwechselrichtern 2 unterschiedliche Systeme gibt. Es gibt einmal die Systeme, an die Hochvoltspeicher angeschlossen werden können.
Hochvolt ist im Grunde ja alles über 48 Volt, kann man sagen. Und dann gibt es die Systeme, die eigentlich durchgängig auch mit 48 Volt arbeiten. Das ist eine Batterie, zum Beispiel die läuft mit 48 Volt von IBC Solar. Und das ist ein BID Hochvoltspeicher. Das heißt, Sie müssen auch darauf achten, dass der Wechselrichter auch zu der Batterie passt. Und jeder Hersteller hat auch freigegebene Batterie. Also schließen Sie nicht einfach irgendeine selbstgebastelte Batterie da ein. Das wird vielleicht funktionieren, aber ist vom Hersteller auch nicht freigegeben. Und Sie können davon ausgehen, dass die Garantie auch verfällt. Wichtig zu wissen, wenn Sie sich für ein System entscheiden. Ja, ich denke, das reicht für den Anfang. Jetzt sollten Sie wissen, wozu Sie Wechselrichter brauchen. Danke, Arik F. Solar.